Control. So, hallöchen, liebe YouTube-Freunde. Hinter mir liegt ein harter Weg, ein steiniger Weg, ein langer Weg. Der Weg des Kriegers. Mein Name ist Goldnova 2. Und ich stürze mich jetzt mal nochmal ins Abenteuer. Wir haben vorher ein paar schöne Games gemacht mit tolle Leute. Aber die Games können wir nicht hochladen, weil die, da war Regen gewesen. Da war Regen und dann kamen die Regenwürmer und dann war es total würmerig alles. Und die haben dann die ganzen kleinen Ameisen aufgegessen. Und das war dann ja total eklig gewesen. Und deswegen haben wir das dann nicht hochgeladen. Und ich versuche jetzt mal wieder so ein episches Alone in the Dark. Ja, Cosimas epische Alone in the Dark. Und das Problem ist immer, wenn ich alleine spiele, da könnt ihr dann immer voten. Also die Leute im Livestream und auch die Leute bei YouTube. Wird Cosima rausgevotet werden oder nicht? Ja, das Problem habe ich meistens, weil, ja, ist halt so. Und mal gucken. Also man kann jetzt voten, wird Cosima rausgevotet, ja oder nein? Wenn nicht, ist die zweite Frage, habe ich gute Mitspieler, also meine Teammates da oder nicht? Ja, weil, sag mal, von 10 Spielen kannst du sagen, ist 50-50, glaube ich so. 50-50. Aber naja, wir schauen mal. Wir gehen mal rein und machen noch ein bisschen Bum-Bum, weil ich fühle mich ganz gut eigentlich so. Ich habe bei den anderen Match, wo wir mit den Kollegen gespielt haben, mit unseren Mates hier, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht so schlecht war. Ich habe zwar viele Fehler gemacht, aber was viel wichtiger war, die Fehler ist ja normal, die mache ich sowieso noch, weil ich ja Anfänger bin. Also nicht, ich sehe mich noch als Anfänger mit 700 Stunden. Ich denke mal, wenn ich so 5000 Stunden habe, dann werde ich langsam warm. Dann habe ich meinen Gold Nummer 1 auf jeden Fall verdient, denke ich mal. Auf jeden Fall, ich muss auch noch smoken und alles lernen. Aber was ich meine ist, was mir so aufgefallen ist, gerade jetzt, deswegen wollte ich nochmal ein Spiel machen, ich habe teilweise jetzt schon festgestellt, dass ich ruhiger werde mit der Maus. Also ich, der Gegner zappelt und macht und tut, ich stehe da und schieße den tot. Das ist aber noch ganz selten, es gibt ganz selten so eine Momente, aber ich habe schon so eine Momente, wo ich dann so ruhig da stehe, der macht da seine Show, ich mache das natürlich auch manchmal, aber nicht so gut wie der, also wenn die jetzt bessere Spieler sind, die können das ja schon viel besser mit den Tänzeln, aber ich versuche das schon auf mein Niveau so, um ein bisschen mitzugehen und dann aber ruhig die Maus halten und dann den Moment abzupassen, wo ich einen Bumm machen kann. Und das habe ich jetzt schon so ein, zwei, drei Mal so gehabt, wo ich dann ruhig geblieben bin, anstatt mit der Maus so rumzuwedeln. Keine Ahnung, warum ich da rumwedle. So nach dem Motto, ich schwenke nochmal von oben mit meiner M4 ein oder so. Anstatt schön gezielt auf den Kopf ruhig zu halten, die Maus, und dann Bumm einfach zu machen. Und so zwei, drei Mal, oder ich weiß, ich habe nicht jetzt nicht mitgezählt, hat es aber schon mal geklappt, wo ich dann gemerkt habe, ich bin ja ganz ruhig mit meiner Maus. Und wenn ich ganz ruhig mit meiner Maus bin, dann hole ich auch den Kill. Dann hole ich den Kill. Aber wie gesagt, ich bin immer zu schnell. Ich könnte vielleicht noch die Maus noch einen Ticken langsamer machen, aber dann muss ich rumrudern und das will ich ja. Ich muss da, für mich persönlich muss ich die Dings finden, also die Balance nicht zu langsam, weil dann ruder ich rum, weil ich bin halt ein Fingertip-Grip-Spieler. Ich, wie gesagt, ich spiele das ja aus der Hand. Also so. Ich mache nicht so dieses Rumgerudere. Und ich versuche auch möglichst wenig die Maus hochzuheben. Also ich mache praktisch nur dementsprechend ist die Maus auch extrem schnell. Also für einen normalen Spieler, CSGO-Spieler, kann ja mit so einer Maus gar nichts anfangen. Aber ich halt, höchstens Leute, die halt Fingertip-Grip-Spieler sind. So, und das heißt, wenn ich nervös werde im Handgelenk, dann ist alles verkackt. Dann ist alles verkackt, weil dann schieße ich gerade alles daneben. Wenn ich ein ganz ruhiges Händchen habe, dann bin ich richtig, kill ich richtig gut. Das sieht man im Deathmatch. Wenn ich manchmal so plötzlich ganz so in mir gehe und so ganz ruhig werde, total ruhige Hand bekomme. Das habe ich dann meistens so nach 30 Stunden Livestreams, 24 Stunden Livestreams. Dann kriege ich auch einmal, wenn ich ganz ruhig, dann kriege ich so ein, dann habe ich so ein ruhiges Händchen und dann kommen die Kills auch irgendwie so. Aber das, wie gesagt, das muss ja immer so sein. Und nicht, wenn ich keine, in irgendeinem psychologischen Zustand bin oder sowas, ja. Und da fehlt mir halt wahrscheinlich noch die Erfahrung. Ich brauche halt länger, weil ich bin ja, wie gesagt, wesentlich älter und sowas. Ich bin ja keine 16 mehr. Für einen 16-Jährigen, wenn der jeden Tag übt, 5 Stunden, 4, 5 Stunden, dann wird aus dem ganz locker ein Global Elite und dann kann der irgendwann mal in so eine, bei so einer Turniere mitmachen. Also ESL, indem er bei irgendeiner Mannschaft sich einschreibt, um da mitzumachen, ja. Das ist ganz easy. Wenn du wirklich, wenn du 12, 13, 14, 15 da machst du jeden Tag deine 5, du kommst locker zur ESL oder diese Major League da. Da kommst du locker hin. Du musst einfach nur täglich 4, 5 Stunden üben und dann hast du irgendwann das drauf. Also du hast es einfach tierisch irgendwann drauf. Das ist was ich mal, das versuche ich meine Tochter mal beizubringen. Das ist das Gesetz der Gleichmäßigkeit, ja. Wenn du etwas immer und immer wieder machst, wirst du einen gewissen Grad an Fähigkeiten erlangen, also einen gewissen Skill bekommen. Da kommst du nicht drum rum. Also wenn du praktisch immer, sag mal, du übst immer Englisch, dann wirst du irgendwann sehr gut Englisch sprechen. Wenn du irgendwann Russisch, kannst du irgendwann Russisch. Wenn du versuchst, immer zu treffen, wirst du irgendwann besser treffen. Außer du bist halt wirklich so ein geistig behinderter Mensch, der halt Probleme hat, das geistig zu verfolgen oder körperlich. Gut, aber als normal denkender, normaler Mensch
hast du die Fähigkeit, das alles, was andere können, auch zu erlangen, wenn du es halt immer wieder machst. Immer und immer, immer wieder. Das habe ich meiner Tochter, wie gesagt, auch immer versucht beizubringen. Also gerade wenn du jünger bist, dann ist es einfach easy. Das ist nur eine Frage der Gesetzmäßigkeit, dass du es immer und immer wieder machst. Ja, wenn du dann älter wirst, dann wird es schwieriger. Weil dann macht der Kopf nicht mehr so schnell mit wie und der Körper und so, dann ist das schon ein bisschen schwieriger und dann bist du auch ein bisschen sturer, dann hast du noch deinen Trotzkopf und da kommen diese ganzen Emotionen, die du viel schlimmer verarbeitest als junger Mensch, der sagt so, leck mich am Arsch und nichts sagt, hey, Dicker, gib Pfeif. Weißt du, da geht es alles viel schneller wieder hin und her und so. Du nimmst dir das nicht so zu Herzen, als wenn du älter bist, wo dann. Verstehst du? Deswegen, als junger Mensch hast du viele Chancen, aber das nutzen viele junge Leute gar nicht. Die Power, die sie eigentlich haben, das ist das Problem. Weil sie halt es nicht immer und immer wieder machen. Wollte ich einfach mal so sagen. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin jetzt bei 700 Stunden so. Wenn ich denke mal so, bei 1400 Stunden müsste mein Aim ein bisschen besser geworden sein. Weil ich dann gelernt habe, meine Maus vielleicht endlich mal ruhiger zu bewegen oder dass ich endlich mal so ein Zen heißt, also so ein Sense, dass ich meine Sense einstellen kann. Das eine Programm hat nicht funktioniert. Und dass ich vielleicht noch einen Millimeter noch die Geschwindigkeit runtersenken kann, um nicht ganz so zu zappeln. Und dann müsste ich eigentlich so mein angehenden Mörderskill, den ich üben will, dann hinbekommen vielleicht. Wie gesagt, im Moment bin ich einfach zu schnell. Ich bin zu schnell. Ich habe die Fähigkeit, eine Silhouette, um die Leute rumherum zu schießen. Während die mich versuchen, tot zu schießen. Ja, also die nicht so gut schießen, die Globals, die geben mir instant einen Headshot, aber die nicht so gut schießen, da habe ich noch Zeit, drum herum zu schießen. Da muss man überlegen, wie schnell ich bin, dass ich da noch Zeit habe, drum herum zu schießen. Normalerweise ja, bist du eigentlich tot, aber wenn ich noch die Zeit habe, drum herum zu schießen, dann bin ich ziemlich schnell, muss ich mal sagen. Ich bin einfach zu schnell, das ist das Problem. Mit der Maus. Und auch so bin ich zu schnell. Das hat man manchmal mit den Digi-Klicks gesehen. Gut, nicht bei der Aufnahme, da kriege ich das nicht hin, keine Ahnung warum. Aber so im Deathmatch mache ich meine Digi-Klicks immer. Die sind manchmal so schnell, da muss er immer, das muss man mal aufnehmen, wie schnell das ist. Völlig verrückt. Aber ich kriege das nicht mehr hin, weil die Maus wieder. Ich bin zu schnell mit meinen Handgelenken immer. So. Und dazu kommt noch, dass ich Anfänger bin. Ich, wie gesagt, 700 Stunden ist für mich noch nicht, ist nicht viel. Für manche andere. Also wenn jetzt jemand 14 ist, ich denke mal, wenn jetzt jemand 13, 14, 15, 17, 18 ist und hat 700 Stunden, dann muss der aber schon ziemlich gut sein. Also der muss dann, aus meiner Sicht, müsste jemand, der 700 Stunden hat, schon ziemlich gut spielen können, wenn er also regelmäßig übt. Denke ich mal. Das mache ich ja nicht. Ich übe ja, ich spiele und übe ja nur im Livestream. Das versuche ich den Leuten mal klar zu machen, ja. Also ich übe und spiele nur im Livestream. Das heißt also, dementsprechend kann ich mich auch nur verbessern. Nicht, anstatt wenn ich mich jetzt jeden Tag 3 Stunden hinsetze, CSGO spiele, müsste ich automatisch selbst, ich müsste dadurch wesentlich besser werden. Als auch wenn ich nun mal nur so ein bisschen mit den Mates so hier im TS lerne und spiele, das ist ja eine ganz andere Liga, kannst du, das ist lächerlich eigentlich, kannst du sagen. So, ja, aus meiner Sicht, das ist einfach lächerlich. Also die Geschwindigkeit, wie ich mal besser werde, da brauche ich auf jeden Fall wahrscheinlich ja, 2000 Stunden wahrscheinlich. So, was nehme ich denn? Und ja, meine Kennels verändert. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit Kennels machen soll. Mann, das ist so scheiße. Die haben diesen Gitter da weggenommen. Das geht nicht, Mann. Ja, Mann. Oh, da schreiben wir schon Englisch. Was nehmen wir mit rein? Inferno nehmen wir nochmal mit rein. Overpass nehmen wir rein. Cobblestone, naja, mal keinen Bock, also nicht mehr für heute. Ich habe schon Bock drauf, so ist es nicht. Aber ich denke mal, ich nehme die. Mirage, ne, ich nehme Candles. Agency, da sehe ich mich. Ja, Agency auf jeden Fall, Alter. Keiner will Agency spielen. Und ich nehme mir noch die Dust mit dazu. Die Cache, na, die Cache ist wieder auch eine. Also, worauf hätte ich dann wirklich Bock? Ich hätte auf die alte Kennels Bock, Mann. Aber die ist ja jetzt nicht mehr so, Mann. Die hätte ich immer Bock gehabt, instant, ohne Probleme. Aber die ist jetzt nicht mehr so, Mann. Mann, das macht mich echt ein bisschen so traurig, so ein bisschen, Mann. Holt mal die Austria wieder mit rein, Mann. Die habe ich so gerne im Matchmaking gemacht, Mann. Die haben ja meine Kennels haben die mir kaputt gemacht. Die haben ja mein Austria weggenommen, Mann. Das ist voll scheiße, ist das. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich liebe auf jeden Fall Inferno. Als ich das erste Mal die Karte gespielt habe, habe ich mich sofort in diese Karte verliebt. Das erste Mal, als ich diese Karte gespielt habe, habe ich mich in diese Karte verliebt. Ja,
Okay, ich würde sagen, na, lassen wir so. Ja. Ich weiß nicht mit Inferno, weil hatte ich gerade so ein bisschen. Ah, ich liebe die Karte, aber die hatte ich gerade schon. Aber ich hatte die anderen auch schon. Was ich nicht hatte, ist das 2 und Kenneth. Und Agency. Agency. Ach komm, lass mal machen, Mann. Machen die raus. Machen die mal jetzt raus und machen mal die Karten da. Das ist auf jeden Fall mal, auf jeden Fall kommt wird's bestimmt nicht. Ich probier's mal. Ich gebe mir mal so 3 Minuten. Wird wahrscheinlich nicht kommen, aber ich probier's mal. Ich hätte mal Bock, da Kennels noch mal zu rocken, das Ding, weil ich bin da einfach. Das ist meine Karte, Mann, Alter. Die muss ich mir noch mal neu studieren jetzt. Gib mir mal die 3. Da bin ich mal jetzt gespannt. Kommt bestimmt das 2. 100 Pro oder Agency. Da hätte ich echt Bock drauf, Mann. Ich hätte voll Bock auf Agency. Also ich vote für Agency, okay? Ah, pass auf hier, lass das mit den Brüsten sein und sonst gibt's einen Bann, okay? Oh, geil, Alter, es kommt was, Alter. Was kommt? Bitte, gib mir Agency. Ah, das. Kennels, Alter, Kennels, Alter, nein, Alter, geil, oh, Alter, scheiße, Mann. Oh, das wird Schmerzen geben, Alter. Kennels, ich glaub's ja nicht, Alter, Schwede. Das ist mir mal, ey, das glaube ich jetzt nicht. Das glaub ich jetzt nicht, Alter. Kennels, sag ich doch, die wird gespielt, Mann. Sag ich doch, Alter. Alle Pro-Gamer sind da drauf, Junge. Voll dicker Mann. Wo fangen wir an? Bei den, ja, Mann, gutes Start, die Dingsbums. Da sehe ich mich. Okay, mit meiner M4 sehe ich euch sterben. Oh, bitte lasst meine Kollegen. Oh Mann, bitte. Was schießt du denn da, Alter? Oh nee, Alter. Oh, Chakalaka, boom, Chakalaka, boom, boom, Chakalaka, boom, boom. Oh nein, die sind on point, Alter. Hat der von mir kassiert? Ah, das ist einer. Dankeschön. Oh nee! Hab ich den? Sag mal, wer killt denn immer meine Kills, Junge? Wer killt meine Kills? Alter, wo willst du hin? Komm zurück. Ist jetzt. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Willkommen auf meiner Karte, Digga. Das muss ich Leistung bringen. Ja. Komm schon. Oh, kannst du nicht schneller? Drück doch die Taste, Alter. Warum drückst du diese? Oh, der schießt um, der schießt um. Bitte lass auf der anderen Seite kein Smurf sein. Bitte, lieber Gott. Gib mir. Nein, Mann. Bitte lass kein Smurf auf der anderen Seite sein. Hab ich den getroffen, ja. Oh, das war zu hektisch mit der Maus wieder. Da geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Gib mir mal irgendwas hier.
links daneben geschossen. Links daneben. Ruhig, Brauner, ruhig, Brauner. Hätte hier links. Lamsang, Lamsang, Lamsang mit der Maus, Lamsang, Lamsang. Ja, eine Arme natürlich. Ah, nein, nein, nein. Das Sniper, Sniper gehört. Hörst du die Pene schnöne? Hörst du die Mene schnöne? Oh, der war auf jeden Fall getroffen. Mann, warum nehme ich eigentlich an der Stelle mal eine Habe auf? Ah, der spielt gut, oder? Das ist, zeig mal ja Patronen. Patronen, wie viele Kills hatten der? Ah, ja, noch. Oh. Gib mir mal. Nein! Okay. Oh, ich kann mir auch. Hey, Digga, danke! Oh. Schau dir meine Ladder an, Mann! Haha! Ah. Alter, wir werden aber gerade richtig gut hingerichtet hier. Ist ja voll der Analbetrieb hier. Ma. Ich kann mit dieser, bei der Hektik nicht mit dieser Arme umgehen. Ah, genau. Gib mir mal eine M4 oder sowas. Boah, hier liegen lauter 80 Millionen von diesen. Oh, da waren da oben, oder? Oh, das wird ja ein interessantes Game, Junge. Das wird auf jeden Fall interessant. Oh, boah. Das wird doch. Oh. Das wird ja auf jeden Fall ein interessantes Game, alter Schwede. Mal, spiele ich hier schon wieder ein Global-Spiel oder was ist hier los? Alter? Scheiße, gib mir mal meinen Silber 1 Rang wieder, Junge. Ich bin einfach noch nicht so weit. Ich will wieder zu Silber 1 zurück, Mann, Alter. Da war die Welt in Ordnung gewesen, Mann. Da war die Welt in Ordnung. Gehen wir jetzt alle rein oder was? Hallo, jemand muss auf dem. Oh, 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 da fehlt dir. Oh, hier ist irgendwas anders jetzt. Oh. Er hat ihn gemessert? Ah, okay, er hat ihn gemessert. Ach du Scheiße. Die nehmen uns auseinander, ja. Ach du Scheiße, Alter, die nehmen uns auseinander. Noch eine Ecke-Runde machen. Aber wenigstens eine Lenkgranate. Ja, die gehen rüber, ich hab sie gesehen. Ah, mein Tisch steht noch, das ist schon mal gut. Hey, Digga, danke. Oh. Schau dir meine Latte an, Mann. Ninja, danke dir. Schlaf schön, träum mal schön. Oh, ich konnte nicht mehr weg. Ich hätte mal bei der Treppe bleiben sollen. Vorsicht, die schießen von oben auf dir und auf deinen Kopf. Jetzt hören sie dich laufen. Okay. Aber die haben sich unten schon vorbeilaufen gesehen. Also gehört, besser gesagt. Da hat einer gescoped. Ja. Schade. Ja. Die besseren sind in der anderen Gruppe. Naja. Ich kauf nichts weiter. Ein Schaffungskit brauchen wir nicht. Ah, du Vogel, Alter. Oh, ich hab den da oben nicht. Ich hab den zwar gesehen, aber ich hab nicht reagiert, Alter. Oh nein, nein.
Oh nee. Den, ich frage mich, ob ich den hätte noch töten können, wenn ich reagiert hätte. Oh Mann, Alter, das wird die komplette Hinrichtung. Das kann doch nicht sein, habe ich nicht ein. Oh Mann, Alter. Das ist jetzt nicht wahr, Alter. Oh Mann, wir sind die absoluten Loser, Junge. Wir sind die Ruler vom Dienst, Skiller von Natur. Scheiße, Mann. Aber unser Fehler ist, wir verlieren nur. Das ist so deprimierend, Alter. Das ist so deprimierend. Warte mal, wo geht's denn hier? Wo komme ich denn hier lang? Ah ja, okay. Ah, cool. Wir sind die Ruler vom Dienst, Skiller von Natur. Natürlich! Natürlich, der Patron, oder? Bestimmt der beste Mann, oder? Das wird besser. Ja, der wird noch der Beste werden. Ich wette, der wird noch der Beste werden. Heute ist ein trauriger Tag. Alter, wo guckst du? Das Ding verlieren wir haushoch, Mann. Ja, das verlieren wir haushoch. Die schießen alle genauso wie ich. Und da kriegen wir richtig in die Fresse. Mann, jetzt mache ich mal. Ist das rein? Da soll jemand rausgewotet werden. Ey, habt ihr keine anderen Sorgen? Ey, übt man euren Aim an, statt irgendwelche Leute rauszuvoten. Oder steht einer auf dem Spawn oder was? Nee. Was wollt ihr denn da rausvoten, Alter? Kümmert euch mal um euren Aim, Alter Schwede. Anstatt irgendwelche Leute rauszuvoten. Was soll denn diese Scheiße, Mann, Alter? Mal euer mit Scheiß rumgevotet, oder immer. Konzentriert euch mal auf euer Spiel, lieber Mann. Die gehen nach A. Jetzt haben sie mich laufen gehört bei B auf jeden Fall. Ja, war ein bisschen blöd, hätte ich von unten machen sollen. Mann, Cosima, komm schon, du kannst diese Karte, Mann. Ja. So, jetzt kann ich mir jetzt. Jetzt muss er mir eine Scheiß geben, jetzt endlich mal ja, Mann. So. Das war wohl nicht wahr, Digga, Mann. Und jetzt gib mir mal dazu noch eine Granate. Und die Ködergranate, so. Hey, kannst du auch mit der Awe umgehen? Ansonsten lass die scheiß Awe sein, wenn du damit nicht umgehen kannst. Ja, man kommt jetzt gut schnell zum T-Spawn, zum Spawn hier. Oh, wir haben Win gemacht. Was los mit uns? Sag bloß, wir kommen jetzt, oder was? Besteht noch Hoffnung? Scheiße, wie kann ich denn das während des Spiels mit dem Tee, dass ich mal sprayen kann, ein anderes Dings aussuchen? Wie weiß jemand nochmal schnell, wie das geht, dass ich mir eine andere Sprayfarbe während des Dings aussuchen kann? So, wir sind auf jeden Fall schneller vor Ort, kannst du sagen.
Ah. Jetzt werde ich rausgevotet, pass auf. Warum haben die denn den vorhin einen ausroten wollten? Wie viel Kohle haben wir noch, ja? Weste jetzt nur das Nötigste kaufen, dass wir für die nächste Runde nochmal eine M4 kaufen können. H drücken, dann die Maus. H drücken. Ah! Mache ich gleich mal, so wie ich eine ruhige Minute habe. H war das, ja? Auf H. Digga! Oh, das heißt, jetzt habe ich nicht aufgehört, jetzt war ich zu langsam gewesen. Okay, warte mal. H. Okay, und. Achso, das kann ich nur machen, wenn ich selber dran bin. Was macht der da? Eins zu sechs. Ja. Es geht nicht. Oh, wir sind schon wieder alle. Leck mich am Arsch, Alter, sind schon wieder alle. Toll. Ah, Kollege, Alter. Ah, Kollege schon. Was springt denn der, von wo springt denn der da runter, Alter? Was macht der denn da? Wo springt, von dem, wo wollte er denn hin? Zum Wasser sich das Leben nehmen, oder was? Tee, warte mal, Tee und dann... H? Funktioniert nicht mit H. Das geht nicht mit dem H, B, irgendwas, keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Mit H funktioniert nicht. Ich kann nicht scrollen, mir was anderes aussuchen. Das funktioniert nicht. Hat mich gesehen. Ja, Alter, der war richtig cool, der Sprung. Habt ihr den gesehen, Alter? Der war richtig gut, Junge. Der war richtig gut. Im Sprung habe ich ihn getötet. Nein, meine Waffe! Ich habe meine Waffe weggeschmissen. Oh, leck mich am Arsch. Da schmeiße ich meine AK-47 Sturmgewehr weg. Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Immer diese Kack-Kinderfehler, die gehen mir so auf den Sack, Junge. Ja gut, hab ja nur noch schon 30 Stunden bald wieder gestreamt. Ja, natürlich, Alter. So, warte mal. Achso, jetzt kann ich wieder nicht. Ah, leck mich doch.
Aber warte mal, in der Zeit. Ah ja, gut. Hey, lasst euch mal ein bisschen mehr Zeit, dass ich hier mein Spray einstellen kann, Alter. Und ich mache eine halbe Echo. Und täglich grüßt das Murmeltier oder so. Was spielen die hier für ein perverses, komisches Spiel? Kann man das mal erklären, Alter? Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, gib mir mal die, die sieht hübsch aus. Die habe ich nämlich auch von Barry geschenkt bekommen. Ja, geht doch. Also. Gut, dann behalten wir kurz mal die AK, weil man soll ja auch kostensparend arbeiten, sozusagen. Ködergranate bringt hier nichts. Wir bleiben also nur bei der Smoke und bei der Blend. Okay, Mann. So, natürlich wissen die jetzt, dass ich da an der Ecke stehe, also werde ich dann jetzt nicht mehr stehen an der Ecke. Oh nein, Entschuldigung. Das war jetzt zu hektisch, die hätte ich beide haben können. Achtung, rechts. Mach nicht damit, du stirbst. Du stirbst damit bestimmt. Getroffen? Gut, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es geht da nichts über. Ich schreibe mal. Sorry. So, ich schreibe mal sorry. Ich habe mal sorry geschrieben. Man soll ja nett sein und so. Und gut geschmissen? Ja. Nein, was ich... Ey, ich habe gar nicht richtig hingeguckt, Junge. Das ist nämlich mein Fehler. Ich habe eben gerade gar nicht richtig hingeguckt beim Schießen, Mann. Du musst nach oben. Was machst du da? Was machst du denn da, Alter? Hör auf Kohle zu verschwenden, Mann. ich mach mir gleich wieder meinen Schlüpfer, Junge. Übrigens, hallöche alle Neuen, alle Alten hier. Wichtiger. Wie spät haben wir's? Ach ja. Aber bloß, wir holen jetzt wieder auf. Also ich habe eigentlich gedacht, dass die uns auseinandernehmen. Was ist hier eigentlich? Ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe einfach die Welt nicht. Gut. Aber jetzt musst du dir aber ein bisschen mehr Mühe geben, Cosima. Du weißt, dass du es kannst. Ich glaube, ich kann, wenn ich so stark deffe auf den da oben, könnte ich eigentlich mit der P90 besser rumlunzen eigentlich. Na gut, ich mach's trotzdem. Weil ich muss mit der M4 klarkommen, mit der AK. Das ist einfach die Matchwaffe. Ich muss mit diesen Waffen klarkommen, Mann.
Ach, hinter mir. Das haben sie mich noch gejagt. Die haben praktisch drei gute Spieler und wir haben keinen guten. Wir haben einen guten Spieler sozusagen. Und zwei mittelgute sozusagen. Und drei mittelgute. Und die haben drei gute Spieler. Jetzt kriege ich die Bombe. Und jetzt ist schon die Hälfte rum und wir haben die Arschkarte. Hm. Hör mal los, dann lass uns mal nach B gehen. Geh weg, Mann! Oh! Zu hektisch. Funktioniert das jetzt mit Hosten? Weiß nicht, was mit Hosten ist. Warte mal, dass ich kein gutes Spiel aufnehme. Das ist nicht mein Tag heute, glaube ich. Scheiß Ostern, wa? Scheiß Ostern, Mann. Das ist ein Scheiß Ostern, kannst du sagen. So. Bruder, ich habe ihn gar nicht gesehen. Wo war er denn? Da oben wahrscheinlich irgendwo. Na, die haben halt drei gute Spieler. Wir haben einen besseren Spieler und ich bin AFK. Ich könnte noch ein bisschen besser spielen irgendwie, aber tja, keine Leistung. Ich rufe meine Leistung nicht ab. Ich hätte mal eine Echo-Runde machen sollen. Ich mache mal eine halbe Echo. Dann kann ich mir vielleicht auch was Besseres leisten. Ja, der Beste ist bestimmt der Beste, oder? Ja, ich hab gesagt, der Patron wird der Beste sein. Tja, das geht ratzfatz, Junge. Was machst du denn mit dieser scheiß Brandgranate, Alter? Was soll diese Scheiße, Alter, Mann? Hör mal auf mit dem Dreck, Junge. Versuch doch mal diese scheiß... Wo denn, Alter? Wo schießt denn einer auf mich? Mein Kollege hat mich beschützt. Ich habe noch 5 Leben, Alter. Er schießt mit der AK genauso wie ich, Alter. Oh nee, Alter. Die spielen alle auf meinem Level. Bloß die Gegner nicht, leider. Also meine Truppe spielt genau auf meinem Level eigentlich. Bloß die Gegner nicht. Die haben drei gute Spieler da. Die sind auf jeden Fall ein bisschen besser im Rang wahrscheinlich. Ja, ja, die haben... Ja, der eine da 36 Kills, Mann. Die in der Smurf, das ist die ja Ulti-Michi da rum. Ah, die haben hier einen Ulti-Michi dabei, Mann. Kacke, Mann. Die haben hier einen Ulti-Michi da. Er killt alle weg, Alter. Ach, Mann, ey. Mach mal ein bisschen spannend, Leute. Komm, wir müssen noch was reißen irgendwie noch, Mann, ey. Cheate, lass uns mal Geld cheaten irgendwie. So.
Was soll denn bitte schön diese scheiß Brandbombe? Sag mal, soll ich dir diese scheiß Brandbombe in den Arsch schieben oder? Oh, das ist eine Arbeit da hinten. Das ist auch ein Problem am Hals. Sag mal, wo sind denn meine Kollegen alle eigentlich? Sag mal. Oh, er hat. Ist das unser Bester hier? Ja. Also wir spielen eigentlich ganz gut. Bloß wie gesagt, die haben ja diesen Carrier auf der anderen Seite und dann haben sie noch den zweiten jetzt ganz gut. Ja, die haben halt mindestens zwei gute da. Eigentlich der dritte ist auch noch ganz gut. Also wir spielen eigentlich ganz gut alle auf unserem Level da. Also für unsere Verhältnisse. Also halt alle selber vier Spieler. Naja, kann man nicht mehr viel machen. Noch zwei Runden. Oh. Was schleichst du denn da rum, Alter? Was schleichst du denn da? Hast du dir die M4 nicht genommen, sag mal? Ich werde mal mit Flash arbeiten, weil die Typen, wenn die mit der Arbeit durch die Gegend ballern, dann sehen sie mit der Flash nichts mehr. Pass mal auf. Oh Mann, ich stelle mich aber auch blöd an, Mann. Der hat unseren besten Mann gekillt. Der hat unseren besten Mann gekillt. Gute Kills gemacht, der Kollege. Dann. Mann, zwei geholt. Da kam der ganze Trupp, Alter. Der ganze Trupp. Da wäre eine Negev gut gewesen, oder? Da wäre jetzt echt eine Negev gut gewesen. Oh, der eine hat 42 Kills. Natürlich. Der eine hat 42 Kills. Der hat die alle durchgecarried, Alter. So, ich glaube, wir hätten gewonnen. Wenn der da oben nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Der ist auf jeden Fall kein Gold Nova 2 Spieler. Wenn der da oben nicht gewesen wäre, der andere hat nur 24, dann hätten wir waren als Gruppe ziemlich gut. Wir haben alle viele, viele Kills gemacht. Bei dem war nur der eine ganz gut, der viele Kills. Und die anderen haben gar nicht so viel Leistung gebracht. Das hätten wir gewonnen, das Ding wahrscheinlich. Naja, so viel mal dazu. So. Heute, für heute, Schnauze voll von diesem Spiel. Für heute sage ich, leck mich am Arsch, CSGO.
Okay, danke CSGO. So, also viele Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Weil ob ich dieses Video hier hochlade, weiß nicht, es ist auch so depressiv. Das waren alles depressive Videos. Also, aber ich finde es auch ganz gut. Ich habe was Wichtiges am Anfang erzählt und ich denke mal, das ist wichtig, was ich am Anfang erzählt habe. Sehr wichtig. Und ja, für die YouTube-Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag jetzt einfach mal, leck mich am Arsch. Und so beende ich halt mal diese Aufnahme, weil ihr kennt es selber. Also wer CSGO hier bei auf den Kanal hier von Hypnosvoll sieht, der weiß ja auch, er versteht mich ja auch. Ihr kennt es ja. Ne? Du hast dann diese Phase, wo du dir sagst, ey, leck mich am Arsch, Alter. Leck mich doch am Arsch. Nächsten Tag freust du dich wieder und dann grinst du wieder. Willst du wieder CSGO spielen? Willst du wieder deinen Rang verteidigen? Willst du wieder spielen? Weißt du? Aber erstmal für den Tag sagst du, ey, leck mich am Arsch, Alter. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch, Alter. Verstehst du? Das ist einfach, wer CSGO gespielt hat, der versteht mich ja. So, das ist Abflug hier. Leck mich am Arsch. Verstehst du? Und weiter eine schöne Zeit gewünscht.